So, hallo, Sie sehen, wir haben den Raum etwas verändert. Wir befinden uns in einem Klassenzimmer, in einem Seminarraum. Und das ist auch die Situation, die Sie wiederfinden werden, wenn Sie zu Ihrer mündlichen Prüfung bei der IHK gehen. Wir sind also noch beim Thema Vorbereitung und ich will Ihnen auch ganz kurz erzählen, was Sie bei der Vorbereitung zu beachten haben. Zum einen sind Sie rechtzeitig da, 5 Minuten vor Ihrem Prüfungstermin wäre der ideale Zeitpunkt. Bringen Sie bitte unbedingt Ihre Prüfungseinladung mit und auch Ihren Ausweis oder Führerschein, damit Sie auch entsprechend Ihre Identität nachweisen können. Das wird als erstes überprüft. Dann wird es so sein, Sie betreten diesen Raum, Sie haben zur Verfügung alle Medien, die Sie hier sehen, also einen Overhead-Projektor, Sie haben einen Flipchart zur Verfügung, eine Pinnwand und in der Regel auch eine Art von Tafel, die Sie für Ihre Unterweisung verwenden können. Wenn also die Identität geklärt ist, dann bereiten Sie, und das ist immer noch außerhalb der Unterweisungszeit, Ihre Dinge vor, die Sie brauchen. In meinem Fall, es wird eine Unterweisung geben an Notebooks, habe ich die Notebooks hier schon mal vor meinen Azubis aufgebaut. Denken Sie bitte daran, dass Sie alles mitbringen, was Sie für Ihre Unterweisung brauchen. Dazu gehören beispielsweise die Namensschilder für die Azubis. Dazu gehören selbstverständlich dann auch die Stifte, bringen Sie lieber mal einen mehr mit, dass die dann auch das Namensschild ausfüllen können. Und dazu gehört auch, wenn Sie, wie ich in meinem Fall, mit Strom arbeiten, dass Sie sich auch einen Mehrfachstecker mitbringen, denn Sie können nicht erwarten, dass von Seiten der IHK das für Sie schon da ist. Ja, wir sind also in der Vorbereitung. Wir schauen uns das nochmal hier gemeinsam an. Wenn die Vorbereitung dann abgeschlossen ist in unserem 4-Stufen-Modell, dann geht's los mit der Stufe 1. Sind Sie bereit? Dann geht's los. Hallo, liebe Azubis. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen allerseits. Geht's Ihnen gut? Ja. Okay, super, fit. Sie sind jetzt seit 2 Wochen bei uns, sind ja noch ganz frisch in der Ausbildung. Und damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen, sage ich Ihnen erstmal, wer ich bin. Mein Name ist Walter Trummer, den schreibe ich auch gleich mal da drauf. Und ich werde Sie jetzt dann gleich bitten, das Gleiche zu tun. Also, so schreibt sich das. Dafür habe ich für jeden von Ihnen mal so ein Kärtchen vorbereitet. Die Jungs in Blau, die Mädels in Rot. Und wenn Sie mir da Ihren Namen draufschreiben, dann kann ich Sie auch vernünftig ansprechen. Super, wunderbar. Der Tim, die Marina, der Fabian. Wenn das für Sie okay ist, dann spreche ich Sie mit dem Vornamen und Sie an. Das Gleiche dürfen Sie bei mir auch tun. Das ist bei uns im Unternehmen so üblich, dass wir uns mit dem Vornamen ansprechen, aber dennoch per Sie bleiben. Okay, Sie sehen schon, vor sich sind Verpackungen aufgebaut, da sind Notebooks drin. Unser Thema wird also heute sich um das Notebook drehen. Wir sind hier in der Abteilung, die sich darum kümmert, dass unsere Kollegen in den Büros, wenn die Notebooks zur Reparatur schicken oder wenn die ein neues Notebook bekommen, dann checken wir die Notebooks erst und schauen, dass alles passt, dass die Software richtig drauf ist, dass die Notebooks auch laufen, damit unsere Kollegen in den Abteilungen nur komplett funktionierende Geräte bekommen. Hat jemand von Ihnen zu Hause einen PC, ein Notebook? Okay, alle drei kann man davon ausgehen, also ist wahrscheinlich einiges an Vorwissen bei Ihnen da, deswegen werden wir das auch ganz gut hinkriegen. Das ist prima. Wir werden also am Ende der Unterweisung Folgendes gelernt haben, wenn es gut geht. Unser heutiges Ziel ist, Sie sollen ein Notebook für Ihre Kollegen, für die Abteilungen vorbereiten. Dazu gehört, dass Sie zum einen den Akku in dieses Notebook einsetzen, das Gerät dann einschalten und mal hochlaufen lassen, dass Sie sehen, läuft er hoch, funktioniert es, also einen Testlauf machen. Und Sie werden zum Schluss eine Inventarnummer anbringen. Alles bei uns im Unternehmen hat eine Inventarnummer, das ist alles durchnummeriert. Das brauchen wir damit, wenn wir dann Inventur machen und unser Inventarverzeichnis anlegen, dass kein Gerät beispielsweise doppelt gezählt wird. Das wird also jetzt unser Thema sein. So, nachdem wir jetzt also die Stufe 1, die Begrüßung, geschafft haben, kommen wir zur Stufe 2. In der Stufe 2 geht es um das Vormachen. Vormachen bedeutet, dass Sie als der Ausbilder zunächst mal den Arbeitsgang vormachen und erklären.
Dabei ist es aber nicht wichtig, dass Sie den Vorgang in einem Zug machen, sondern Sie können, wenn das vom Thema her angemessen erscheint, immer wieder unterbrechen, dann die Azubis das nachmachen lassen und dann diesen Vorgang nochmal aufsetzen und nochmal weitermachen. Wie das jetzt funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. So, nach der Stufe 1 der Vorbereitung kommt jetzt also die zweite Stufe innerhalb unserer Unterweisung, das Vormachen mit den Auszubildenden. Und das machen wir jetzt. So, liebe Azubis, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie so ein Notebook in Betrieb genommen wird. Sie schauen sich das an und wann immer Sie eine Frage haben, sofort melden, sofort die Frage stellen, damit für Sie auch keine Dinge offen bleiben. Okay? Ja. Gut. Als erstes nehmen wir das Notebook vorsichtig aus dieser Schachtel heraus. Und da sehen wir schon, da ist noch ein Kuvert dabei, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und was uns noch fehlt hier, ist das Netzteil. Das kommt hier. Und dann können wir den Karton schon mal auf die Seite stellen. Dann packen wir als erstes das Notebook aus. Wir nehmen zunächst mal die Transportverpackung ab und nehmen das Notebook aus der Hülle. Und in der Regel ist es so, dass bei diesem Notebook das Netzteil extra liegt. Das ist also normalerweise extra in dem Karton drin. Und was wir als erstes machen, ist bei diesem Notebook das Netzteil einzusetzen, beziehungsweise den Akku, so ist es richtig, und diesen Akku leicht in diese Führungsschiene und dann mit sanftem Druck, und dann hören Sie so ein Klicken und es zeigt, dass es dann richtig drin und eingerastet ist. Umgekehrt, wenn Sie den Akku herausnehmen wollen, dann hat es hier zwei so Klappen, die den Öffnungsmechanismus praktisch betätigen und dann springt es so raus. Das kann immer wieder mal sein, dass ein Kollege einen neuen Akku anfordert, weil der alte einfach nicht mehr richtig lädt und keine entsprechende Kapazität mehr hat. Dann bestellen wir ihm einen neuen und setzen ihm als Serviceleistung diesen Akku auch ein. So, dann drehen wir das Gerät um, machen den hier mal auf und schließen das Gerät ans Netz an, denn das nächste, was wir machen müssen, ist eine Funktionsprüfung. Wenn wir mit dem Netz hantieren, ganz wichtig, 220 Volt, da ist eine relativ hohe Spannung drauf, lebensgefährlich, niemals mit nassen Händen hinfassen, niemals mit einem nicht isolierten Schraubenzieher hinfassen. Ich denke, das wissen Sie mittlerweile schon selber. Was auch noch wichtig ist, wenn wir die Verbindung zum Netz herstellen, dann immer so, dass wir erst das Notebook anschließen und dann den Stecker in die Steckdose stecken, nie umgekehrt. So, das hat hier zwei Teile. Dieses kleine Runde kommt auf dieser Seite in die dafür vorgesehene Öffnung beim Notebook. Und hier sehen Sie jetzt schon, passt das ganz genau hinein. Und jetzt können wir das einstecken. Und hier einfach mal einschalten und schauen jetzt, ob das Notebook hochläuft, ob es funktioniert. Und während das Notebook das tut, das dauert erfahrungsgemäß eine Minute oder so, können wir uns jetzt dann nochmal um dieses Kuvert hier kümmern. Und in diesem Kuvert ist drin die Software, die zu diesem Gerät gehört. Wir brauchen zu jedem Gerät eine Originalsoftware. Das ist wichtig, dass wir die entsprechenden Lizenzen haben. Und jede Lizenz hat auch eine eigene Nummer, die immer zu dem Gerät passt. Und Sie sehen, hier steht praktisch das Notebook und eine Nummer. Und das muss jetzt als erstes verglichen werden mit dem, was hier auf dem Karton steht. Und wenn Sie sich das mal anschauen. Okay, Nummer 5 passt in dem Fall. Das ist die richtige Software für dieses Gerät. Zwischenzeitlich hat er uns auch schon gezeigt, akustisch gezeigt, dass er funktioniert und zur Arbeit bereit ist. Das Notebook ist also in Ordnung. Wir können es wieder ausschalten, dass wir es dann einpacken können. So, das schalten wir aus, indem wir, wo finde ich, hier ist meine Maus, auf dieses rote Feld gehen und jetzt fährt er dann wieder herunter. Während das Gerät herunterfährt, haben wir Zeit, um die Inventarnummer an dem Gerät für das Gerät vorzubereiten.
Dazu haben wir ein solches Beschriftungsgerät. Hat jemand von Ihnen schon mal mit so einem Gerät gearbeitet? Ja. Sie haben es schon gesehen? Sie auch? Sie noch nicht? Okay. Also, es hat hier einen Einschaltknopf. Wenn man da drauf drückt, dann sieht man schon, dann kommt hier ein Text voreingestellt. Unsere Inventarnummer besteht immer aus der Buchstabenfolge DV für Datenverarbeitung, das sind wir. Dann kommt ein Leer, dann kommt eine Jahreszahl und die Jahreszahl ist die Zahl, in der dieses Notebook angeschafft worden ist. Das ist wichtig für die Abschreibung, damit unsere Buchhaltung dann auch weiß, wie lange oder bis wann dieses Notebook abgeschrieben werden kann. Dann kommt 01, das ist bei uns im Unternehmen intern die Kennziffer für Notebooks. Und dann die laufende Nummer. In dem Fall hat dieses Notebook die Nummer 5, ganz genau. Also wäre hier jetzt DV 2011, 01 und die 5. Vielleicht mögen Sie das gleich mal in das Gerät einstellen. Sie sehen, da ist eine Tastatur. Die Tastatur ist nicht so, wie Sie es vom Handy kennen, sondern die geht nach dem Alphabet, also A, B, C, D, E. Wunderbar, es gibt ein Geräusch, also druckt er das schon aus. Und wenn Sie jetzt kräftig auf diesen blauen Knopf draufdrücken, dann schneidet es auch ab. Wunderbar, hinten kann man das abziehen. Ich habe das Notebook jetzt als erstes vom Netz getrennt. Und wo wir jetzt mal noch einen Aufkleber drauf machen, ist hier auf die Rückseite. Einfach hier ein, nehmen das. Wunderbar. Perfekt. So, und wenn wir das jetzt haben, dann ist das Notebook fertig und kann wieder eingepackt werden und dann unseren Kollegen in der Abteilung übergeben werden. Ist das für Sie soweit okay? Okay, keine weiteren Fragen. Würden Sie sich zutrauen, das jetzt mal selber zu machen? Gut. Und damit kommen wir in die Stufe 3. In der Stufe 2 haben wir es jetzt also einmal vorgemacht. In der Stufe 3 sind die Azubis dran. Das ist die Phase, in der Sie sich als Ausbilder dann entspannen können, etwas zurücknehmen können, weil der Text liegt jetzt bei den Azubis, nicht mehr bei Ihnen. Die Azubis erklären jetzt mit ihren eigenen Worten, was sie tun, wie sie es tun, warum sie es so tun. Und Sie als Ausbilder stellen hin und wieder mal noch Zwischenfragen und achten einfach darauf, dass jeder mal gleichmäßig drankommt. So, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie das jetzt einfach mal nachmachen, was ich Ihnen vorgemacht habe und mit Ihren eigenen Worten mir dabei erklären, was Sie tun, warum Sie es tun und wie Sie das tun. Tim, mögen Sie anfangen? Ja, und die anderen beiden machen bitte mit und der Tim erklärt. Also, natürlich erstmal auspacken, vorsichtig. Mhm. Dann vorsichtig hier aus diesem Versandschutz rausnehmen. Prima. Dann den Akku nehmen und hier in die dafür vorgesehene Einrichtung vorsichtig reinschieben. Perfekt. Moment, noch warten bitte, bis ich das bei allen sehe. Jawohl, und klick, klick. Wunderbar. Genau. Ja. Vorsichtig wieder umdrehen. Dann dieses Netzteil nehmen. Der runde Stecker müsste auf der rechten Seite reinkommen. Oder auch nicht, oder? Nein, auf der linken. Auf der linken. Jawohl. Bis hierher. Vielen Dank, Tim. Marina, wenn Sie bitte weitermachen. Ja, also nachdem wir das Netzteil in den Computer eingesteckt haben und immer erst das Gerät anschließen und danach erst in die Steckdose und immer aufpassen, dass die Hände trocken bleiben und mit keinen Metallteilen. Haben Sie eine Idee, warum? Weil die 220 Volt ziemlich lebensgefährlich sind. Ziemlich, ja, kann man so sagen. Das dann in die Steckdose. Okay. Gut. So, und jetzt können wir das Gerät einschalten. Dafür gibt es ja einen Knopf.
Während der PC hochfährt, können wir auf der Software die Nummer vergleichen. Was genau vergleichen Sie? Die Notebook-Nummer, die muss stimmen. Die auf der Verpackung muss mit dem Gerät übereinstimmen. Beziehungsweise da hinten. Okay, machen Sie das gleich mal alle. Auf der Verpackung. Bei mir stimmt es. Perfekt, stimmt, okay. Gut, Frage an alle, was passiert mit dieser Software, mit dem Softwarepaket? Die wird bei uns aufgehoben, die geben wir nicht in die Abteilung weiter. Richtig, die wird also bei uns aufgehoben, die kommt in den Stahlschrank, die geben wir nicht mit weiter, dass uns die nicht verloren geht. Sehr gut, okay. Und jetzt haben wir gesehen, dass der PC funktioniert, weil es auch hochgefahren ist und Geräusche von sich gegeben hat und können ihn eigentlich wieder runterfahren. Okay, also dann machen Sie den bitte aus. Gut, Marina, danke bis hierher. Bitte. Fabian, wenn Sie bitte weitermachen. Okay, also als nächstes geht es jetzt dann mit diesem Gerät hier weiter. Da muss man dann die Nummer eingeben. Einmal hier anschalten. Woher nehmen Sie die Nummer? Von der Verpackung oder von der Lizenz. Mhm. Und so, dann, was geben Sie da jetzt genau ein? Also in meinem Fall hier einmal DV für die Datenverarbeitung. Dann ein Leerzeichen, dann das Jahr, wann das Notebook gekauft wurde und dann die 01 für die Nummer in dem Fall fürs Notebook. Okay. Und die laufende Nummer, in meinem Fall ist es die 1. Okay. Okay, und wenn man das jetzt hier dann eingegeben hat, dann drückt man auf Print und sobald es fertig ist, dann auf den blauen Knopf, um es abzuschneiden. Und zum Schluss dann noch hier diesen Klebestreifen auf der Rückseite abziehen, damit man es dann aufs Notebook kleben kann. Und wo am Notebook kleben wir das hin? Auf die Rückseite. Genau. Wunderbar, perfekt. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wenn wir uns die drei Geräte anschauen, gibt es einen Unterschied beim Ausstecken der Netzteile. Wer hat den Unterschied bemerkt? Ja, ich habe den Fehler begangen und habe zuerst den Netzstecker aus dem Notebook gesteckt, anstatt den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Genau, richtig wäre also gewesen, zuerst den Stecker rauszunehmen und dann das Notebook abzustecken. Okay, prima, Dankeschön. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist im Grunde das Gerät wieder ordnungsgemäß in die Schachtel zu verpacken. Und das tun wir jetzt zum Schluss noch. Dann haben wir wieder alles zusammen. So, super, das hat fantastisch geklappt, bin stolz auf euch. Jetzt zur Erfolgskontrolle wollen wir das Ganze nochmal mündlich durchgehen. Wir sind also jetzt nach der Stufe 3 in der Erfolgskontrolle. Und Erfolgskontrolle heißt, Sie haben jetzt alle Möglichkeiten, um Ihren Erfolg zu kontrollieren. Sie könnten erstens, das machen wir hier nicht, weil es zeitlich zu aufwendig ist, den ganzen Vorgang nochmals von den Azubis wiederholen lassen, aber ohne, dass die Azubis dazu etwas sprechen, ist eine Möglichkeit. Sie könnten zweitens natürlich auch eine irgendwie vorbereitete Art von Test schreiben lassen, Lückentest oder irgendwas zum Ankreuzen. Oder Sie können es drittens so machen, wie wir das jetzt gleich machen werden, dass Sie die Azubis die wichtigsten Dinge einfach nochmal abfragen, um den Lernerfolg zu sichern. So, zum Schluss zur Erfolgskontrolle möchte ich mit Ihnen noch mal ganz kurz durchgehen, was wir heute gelernt haben. Was sind die ersten Schritte, wenn wir so ein Notebook auspacken? Wer weiß es? Ja. Tim? Ja, also wir achten darauf, dass wir es vorsichtig auspacken, also vorsichtig aus der Verpackung nehmen und uns schön die Teile hinlegen, das Notebook vor uns, den Netzstecker und die Verpackung zur Seite legen. Okay, warum machen wir denn das überhaupt? Warum lassen wir das nicht unsere Kollegen in der Abteilung machen? Naja, ist effektiver, wenn wir das übernehmen, weil die Kollegen ja sehr viel anderes zu tun haben und dafür gibt es uns. Perfekt, wunderbar. Okay, Dankeschön. Ja, die nächste Frage wäre, wenn wir jetzt das Notebook ausgepackt haben, was sind so die nächsten Schritte? Fabian?
Okay, also als nächstes muss man den Akku ins Notebook einlegen, bis es ein Klickgeräusch gibt. Dann weiß man, dass der Akku eingerastet ist. Und dann kann man das Notebook wieder umdrehen und anschalten und einen Testlauf machen, ob es funktioniert. Mhm. Worauf achten Sie denn, wenn Sie das Notebook mit dem Netz verbinden? Dass ich als erstes die Stecker ins Notebook stecke und dann erst zum Schluss in die Steckdose. Ja. Super. Die nächste Frage wäre, was machen wir in der Zwischenzeit, während das Notebook hochfährt? Jemand eine Idee? Wer weiß es? Marina, Sie? Während der PC hochfährt, können wir inzwischen kontrollieren, ob die Nummern stimmen, die laufende Nummer. Es ist dann die Nummer auf der Packung und einmal auf der Verpackung von der Software. Die müssen auf jeden Fall übereinstimmen. Und in der Zwischenzeit sehen wir dann auch, ob der Computer richtig funktioniert. Und wenn das problemlos alles abläuft, können wir den wieder runterfahren. Okay. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist die Inventarnummer. Die müssen wir auf jeden Fall mit dem Gerät nochmal ausdrucken und auf den PC kleben, hinten drauf. Perfekt. Super. Wer hat noch Fragen? Dann hat es sensationell geklappt. Dann schauen wir uns nochmal an. Was haben wir uns vorgenommen? Wir wollten das Notebook für eine Abteilung im Betrieb vorbereiten. Wir wollten den Akku einsetzen, haben alle gekonnt. Den Testlauf machen und die Inventurnummer anbringen. Also können wir sagen, wir haben unser Ziel für heute erreicht. Jetzt habe ich noch eine Bitte, dass Sie die Unterweisung, die wir gemacht haben, in Ihr Berichtsheft eintragen bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder in einer Woche zur gleichen Zeit und da besprechen wir, wie man ein Notebook neu formatiert. Bis dahin, Dankeschön, gute Woche, tschüss.